In Brüssel begrüße ich Jan-Christoph Nüse, der die Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU für uns beobachtet. Christoph, wie lautet denn die Bilanz der Europäer nach diesem ersten Treffen gestern? Also das, was wir hier in Brüssel hören, ist, dass man erst einmal zufrieden ist, dass diese Verhandlungen endlich begonnen haben. Denn wir wissen ja, das Referendum ist schon ein Jahr her. Auch der Brexit-Brief von Mrs. May ist schon ein paar Wochen her. Und nun geht es endlich los. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass man in Brüssel ganz genau weiß, die großen Konflikte zwischen den verschiedenen Positionen, die bleiben bestehen, auch wenn der Anfang ein bisschen kuschelig war. Ja, und ein solcher großer Streitpunkt dürfte ja die Schlussrechnung werden, die Brüssel-London präsentiert. Warum haben die Finanzforderungen denn solch eine besondere Sprengkraft? Naja, weil man eben in der britischen Öffentlichkeit auch beim Referendum und nachher den Eindruck erweckt hat, man könnte durch den Austritt sofort Geld sparen und es sei nichts zu bezahlen. Aber wenn man vom Tisch aufsteht, vom gemeinsamen Tisch, dann muss man seinen Anteil bezahlen. Und das war gestern für mich bei der Pressekonferenz auch nochmal zu spüren, denn die britische Presse ist in einer solchen Weise über ihren eigenen Unterhändler hergefallen, also die Boulevardmedien jedenfalls. Er hat ja zum Beispiel die Tagesordnung der Europäer akzeptiert und das wurde ihm schon gleich als nachgiebig zum Vorwurf gemacht. Also das war so ein bisschen, wo man so merkt, welche Spannungen dahinter ist. Ein bisschen so wie bei einem Horrorfilm, wo der Anfang auch immer so ist, als wenn alles in Ordnung wäre. Der Alltag scheint stabil. Wir wissen, es ist ein Horrorfilm. Am Ende wird es irgendwie ziemlich brutal werden. Und alle, die das hier beobachten, die wissen auch, die Position, die die britische Regierung hat, die wird nicht zu halten sein. Es wird ziemlich brutal werden, wenn man sieht, was es bedeutet, aus der EU auszusteigen. Lassen Sie uns noch mal auf den Zeitplan schauen. Der Tag des Brexits, also des Austritts Großbritanniens aus der EU, soll der 29. März 2019 sein. Die Verhandlungen sollen aber schon bis Herbst 2018 abgeschlossen sein. Warum ist das Datum für den Abschluss der Verhandlungen so wichtig? Naja, man teilt diese ganze Situation des Austritts auf in zwei Phasen. Erst einmal die Scheidungsverhandlungen und das soll bis Herbst nächsten Jahres abgeschlossen werden. Da muss das EU-Parlament zustimmen, da müssen die Mitgliedsländer zustimmen und dann anschließend, das ist ja das, worauf sich die EU-Länder geeinigt haben, spricht man über die Zukunft, über den Punkt, der für die Briten so entscheidend ist. Aber zunächst einmal muss quasi der Austritt geregelt sein mit den finanziellen Forderungen und das haben die Briten gestern akzeptiert. Das war also ein entscheidendes Nachgeben der Briten. Und die Europäer hätten sich auf nichts anderes eingelassen. Denn Michel Barnier, der EU-Kommissar, er verhandelt für 27 und er hat ganz klare Leitlinien. Und über diese Verhandlungssituation möchte ich sprechen mit Terry Reinke, mein Gast heute Morgen. Sie ist die Brexit-Beauftragte der deutschen Grünen in der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Frau Reinke, haben Sie das Gefühl, dass die Verhandlungen gestern so angefangen haben, wie es zu erwarten war? Definitiv. Wir haben gesehen, dass wenn die 27 verbleibenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union eng zusammenstehen, dann sind sie ganz klar der stärkere Verhandlungspartner. Die britische Seite musste sich auf so gut wie alles in den Verhandlungen am ersten Tag schon einlassen. Das hat gezeigt, dass wir in der stärkeren Position sind, was hier in Brüssel wahrscheinlich den Leuten schon länger klar war, was aber in London zu einem relativen Aufruhr nochmal geführt hat, weil den Leuten einfach klar geworden ist, dieser Austritt, der wird für die britische Seite sehr, sehr schwierig werden. Glauben Sie denn, dass die britische Regierung eigentlich über ganz lange Zeit versuchen wird, diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, dass ihre Maximalforderungen, die sind ja gestern wiederholt worden, ne? Wir wollen quasi aus dem Binnenmarkt ausscheiden, wir wollen auch keine Zollunion, weil das ja bedeuten würde, man könnte keinen eigenen Abkommen schließen mit anderen Ländern. Das haben Sie ja wiederholt. Glauben Sie, dass die britische Regierung diese Position ganz lange versucht zu halten? Genau. Theresa May läuft gerade in die Strategie, dass man so lange wie möglich diese Maximalposition aufrechterhält, um eine Hebelwirkung zu haben und eventuell möglichst viel für sich rausschlagen zu können. Hier ist aber allen schon klar, dass das nicht umsetzbar sein wird, weil ja die Forderungen, die sie hat, in sich schon allein widersprüchlich sind. Sie will aus dem Binnenmarkt raus, sie will aus der Zollunion raus, sie will aber gleichzeitig keine harten Grenzen zwischen Nordirland und Irland. Wie soll das umzusetzen sein? Da ist sie selber nicht klar. Dementsprechend wird sie diese Position nicht aufrechterhalten können bis zum Ende der Verhandlungen. Wo könnte denn die Lösung sein? Heißt das,
Manchmal ist es ja so, auch wenn man in der stärkeren Position ist, man muss dem anderen die Möglichkeit geben, sein Gesicht zu wahren. Wo könnte denn ein Kompromiss liegen? Ich glaube auch, es wird jetzt darauf ankommen, die Europäische Union, die in der stärkeren Situation, in der stärkeren Position ist, trotzdem zu sagen, wir wollen aber einen fairen Deal anbieten und wir wollen eben auch, wenn Großbritannien sich nochmal anders entscheidet, eine Offenheit haben, eventuell auch zu schauen, dass Großbritannien bleiben kann, dass Großbritannien eventuell auch im Binnenmarkt bleiben kann oder Modelle wie die Schweiz zum Beispiel anzubieten. Weil so wie es gerade aussieht, hat die britische Regierung nach wie vor keine Linie, die so umsetzbar ist. Und deswegen wird es hier auf gute Ideen aus Brüssel ankommen, wie man diese Situation lösen kann. Hm. Nochmal ganz kurz zum Schluss. Der Mann, der die guten Ideen vielleicht beisteuern könnte, ist ja Michel Barnier, der ehemalige Kommissar, ehemaliger französischer Minister. Was halten Sie von ihm? Er hat sich sehr klar positioniert und er hat auch noch mal gestern gezeigt, dass er wirklich die Stimme der 27 Mitgliedstaaten ist, weil man hat das heute gesehen, es gab kein Nachbessern in irgendwelchen Hauptstädten der Mitgliedstaaten. Es wurde ganz klar gesagt, Michel Barnier spricht für uns. Er ist ruhig, aber sehr bestimmt gewesen in seinen Aussagen und ich glaube, genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Ja, Frau Reitke, vielen Dank. Also, kleine Bilanz aus Brüssel am Tag nach dem Start der Verhandlungen, die ja übrigens in einem Monat fortgesetzt werden. Es gibt eine Einstimmigkeit in der Position der 27, die wirklich selten ist. Und wer heute Morgen nach Kommentaren aus den europäischen Hauptstädten suchte zum Start der Verhandlungen, der suchte vergeblich. Also man hat sich offenbar geeinigt. Es gibt nur Monsieur Barnier. Und er wird heute übrigens die Außenminister in Luxemburg informieren über den Stand nach dem ersten Tag der Verhandlungen. Und damit zurück nach vorne.